Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video von der Fliegermagazin Leserreise nach Griechenland. Ich bin Thomas Borchert. Ich bin Christoph Brenner. Und wir sind heute unterwegs von Lido di Venezia, wo wir gestern hingeflogen sind, nach Porto Roche, wo wir noch einen kleinen Zwischenstopp eingeplant haben. Und wollen euch ein weiteres Feature von 4Flight präsentieren. Diesmal nämlich die sehr umfangreichen Sprachausgaben, die 4Flight tatsächlich bietet. Das ist sehr, sehr schick. Und dazu gleichzeitig, was dann auf dem Pad passiert. Deswegen werden wir jetzt gleich losrollen. 4Flight wird uns also nicht nur sagen, welche Runway wir da gerade betreten, sozusagen, um zu verhindern, dass wir die falsche nehmen, sondern gleichzeitig auch noch sagen, wie viel Runway remaining, also wie viel Strecke verbleibt auf dieser Runway, wenn man dann aufrollt, je nachdem, auf welchem Taxiway man aufrollt. Das ist aus unserer Sicht ein wahnsinnig praktisches Sicherheitsfeature. Er ist vor allem auch mehr, als man in manche Airport-Karte findet. Absolut, also ja. Man überall hat halt die Intersection-Distanzen eingeschrieben. Genau. Ja, hier sieht man also die Bodenrollkarte von Lido di Venezia, von Jefferson, in 4Flight eingeblendet. Auch das eine Funktion, die mit dem entsprechenden Abo natürlich dann geht. Wir stehen hier auf der Parkfläche, man sieht es jetzt nicht so wahnsinnig gut, wie ich es einzeichne, weil es unterhalb der Karte liegt, und werden dann vermutlich hier drauf rollen und in diese Richtung starten. Das wird uns 4Flight hoffentlich gleich sagen. Approaching runway 05. Entered runway 05, 975 meters remaining. Und schließlich gibt es auch noch weitere Warnungen, natürlich vor Hindernissen, Terrain und so weiter. Und airspeed is alive, takeoff power set, all in the green, here to go. Alert, obstacle ahead. Und da haben wir auch noch einen Obstacle Alert, weil wir noch relativ tief sind. Die Segelboote sind es nicht. Dann erfolgt, wenn man sich dem Zielflugplatz nähert, eine Ansage oft, die hast du glaube ich schon gehört, ne? Dass man die ATIS abhören sollte. Genau, da sagt er einem die Frequenz tatsächlich vor, wenn denn der Destinationsflugplatz eine ATIS hat. Und dann gibt es natürlich auch noch die Verkehrswarnung, wenn man entsprechende Sensoren angeschlossen hat, dass er dann vor Verkehr warnt. Ja, womöglich kommt noch eine Meldung, wenn wir jetzt eindrehen in den rechten Queranflug. Da kommt nämlich nochmal ein Hügel. Das ist so. Die Herrenstimme eben gehört übrigens zum Flugzeugglascockpit. Caution, terrain. Da ist sie schon. So ist es. Obstacle ahead, pull up. Das Obstacle ist. Obstacle, pull up, pull up. Pull up. Da ist die Runway. Sierra Hotel Oscar, squawk 3345 and confirm VFR flight to Verser and back. Verser Pula. Squawk 3345, flight is planned, Verser Pula and post 29 and back. Sierra Hotel Oscar. Roger. Das war's, was wir euch zeigen wollten von 4Flight hier auf der Fliegermagazin Leserreise nach Griechenland. Viel Spaß, wir sehen uns bei unserem nächsten Video. Tschüss.